Sikaya verfehlt den Ball und dann Hofer vorbei an Dudic. Da ist die Chance auf das Tor, da ist die Führung für Rapid. Minute 7, 1:0 für den Rekordmeister gegen den Meister. Und die Taktik von Peter Backholt ist aufgegangen. Oder besser gesagt, das Kalkül. Der weite Abschlag von Helge Bayer. Und dann achten sie auf Sikaya und Vargas. Die irritieren einander da gegenseitig. Dudic verhält sich gar nicht geschickt gegen Erwin Hofer. Und Timo Ochs hat keine Abwehrmöglichkeit. Und so führt Rapid in Salzburg mit 1:0. Und die Vorbereitung zu diesem Tor kam vom Rapid-Goalie. Bereits das dritte Assist von Helge Payer in dieser Saison. Und das ist das erste Gegentor, das die Salzburger im Jahr 2008 in einem Heimspiel kassiert haben. Ibrahim Sekaya, er hat diesen Bock geschossen. Hat Vargas und Meyerhofer da über den Haufen gelaufen. Und auf Hofer haben sie dann ganz vergessen. Rapid setzt nach, über Ümit Korkmaz. Das Foul von Jorge Vargas, Freistoß für Rapid. Korkmaz hat sich da gegen Steinhöfer und Vargas durchgesetzt. Und dann haben sie ganz deutlich gesehen, Vargas steigt hier Korkmaz auf den rechten Fuß. Freistoß Steffen Hofmann. Gefährlich für Timo Ochs. Meyerhofer setzt nach. 2:0 Rapid. Was ist denn hier los? Er trifft auch ohne Maske Stefan Meyerhofer. Keine 10 Minuten vorbei. Und Rapid führt hier mit 2:0. Kein Vorwurf an Timo Ochs. Schwer zu halten für ihn dieser Ball. Und dann Meyerhofer reagiert schneller als die Salzburger Verteidiger. Mit voller Wucht. Mitten aufs Tor mit links. Und Timo Ochs ist geschlagen. Stefan Meyerhofer, 4 gelbe Karten hat er bereits in dieser Saison. Jetzt hat er auch 4 Saisontore erzielt. 3-mal hat Rapid Richtung Salzburg-Tor geschossen und 2 Tore erzielt in diesem Schlager. Also die Rapidler haben hier in der Anfangsphase ihren halben Spaß mit den Salzburgern und das am Ostersonntag. Ümit Korkmaz mit der Chance auf das 3:0 und das ist da. Unglaublich, sensationell, 3:0 Rapid nach 11 Minuten und das kann nicht einmal Peter Backholt glauben. Ümit Korkmaz trifft zum ersten Mal in dieser Saison. Hier, schauen Sie mal, Hofer nimmt den Ball nicht, weil sonst wäre er im Abseits gewesen. Hofmann mit dem geschickten Pass auf die linke Seite. Die Salzburger Defensive aufgerückt, überhaupt nicht formiert. Und deshalb Korkmaz ganz alleine vor Timo Ochs. Und der ist zum dritten Mal geschlagen. Zu 0 für Rapid und Peter Backholt kann es überhaupt nicht fassen. Und die Salzburger Zuschauer jetzt genauso geschockt wie die Spieler auf dem Feld. Das war das 1:0. Durch Jimmy Hofer nach dem Fehler von Sikaya. Dann das 2:0 durch Stefan Meyerhofer. Und dann das 3:0 nach diesem Pass von Hofmann
Ümit Korkmaz. Nach 11 Minuten lag Rapid hier mit 3:0 vorne. Innerhalb von 4 Minuten hat der Rekordmeister hier 3 Tore erzielt. Korkmaz auf Offa. Carboni kann ihn nicht stoppen. Unglaublich, es steht 4:0 für Rapid. Minute 17, 4:0 für Rapid und zum zweiten Mal heißt der Torschütze Stefan Meyerhofer. Und Peter Backhult wehnt sich, glaube ich, im falschen Film. Tolle Vorarbeit von Erwin Hoffer, Stefan Meyerhofer zeigt es an. Schauen Sie mal auf das Abwehrverhalten der Salzburger. Vargas schaut nur zu. Carboni attackiert Hoffer nicht. Sekeia rückt raus, genauso wie Dudic. Und Meyerhofer staubt ab. Unglaublich, was Rapid hier zeigt, aber unglaublich, wie sich die Salzburger hier präsentieren. Unglaublich, unglaublich. Haben Sie Peter Backhult gesehen? Bisher eine indiskutable Vorstellung von Salzburg. Bei Rapid fast jeder Schuss ein Treffer. 4:0 nach nicht einmal 17 Minuten. Steffen Hofmann auf Erwin Hoffer, kein Abseits. 5:0 Rapid. Peter Backhult nimmt es nach wie vor ganz gelassen. Zweiter Treffer von Erwin Hoffer. Und Giovanni Trapattonis Mannschaft ist stehend K.O., stehend im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen Sie sich das Abwehrverhalten der Salzburger Hintermannschaft an. Vor allem Vargas und Sekeia. Die bleiben einfach stehen. Kein Abseits von Jimmy Hoffer. Und der einzige Salzburger, der mir richtig leid tut, ist Tormann Timo Ochs. Erwin Hoffer, der Spieler dieser ersten halben Stunde. Aber Timo Ochs, der kann am wenigsten dafür, dass Salzburg hier bereits 5 Gegentore kassiert hat. Steffen Hofmann deutet den Schuss an, spielt dann den Pass auf Jimmy Hoffer und der trifft zum 5:0 für Rapid. War bereits die 3. Torvorlage von Steffen Hofmann in diesem Spiel. Jimmy Hoffer hat 2 Tore erzielt, 1 Tor mustergültig vorbereitet und Stefan Meyerhofer hat ebenfalls 2 Tore erzielt. Unverändert aus der Kabine gekommen. Peter Backhult hatte ja wirklich überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu verändern. Immer noch dabei bei den Salzburgern Jorge Vargas, obwohl dem Erwin Hoffer ziemlich um die Ohren gelaufen ist in den ersten 45 plus 3 Minuten. Wieder Hoffer vorbei an Vargas. Das gibt's nicht. Was ist hier los? 6:0 Rapid und Peter Backhult versteckt sich jetzt schon, weil jetzt muss auch er lachen. Ja, Giovanni Trapattoni, warum tauschen Sie auch Jorge Vargas nicht einfach aus? Das, was der hier heute macht, ist Arbeitsverweigerung. Schauen Sie sich das an.
10 Sekunden sind gespielt. Da kommt der weite Pass von Eder. Meier verlängert. Vargas bleibt stehen. Hoffer zieht ab. Und Ochs ist geschlagen. Und damit ist das halbe Dutzend voll. Meierhofer mit der Verlängerung. Hoffer hat Platz, sich den Ball anzunehmen. Geht an Vargas vorbei. Der reagiert wieder nicht. Und es steht 6:0 für die Mannschaft von Peter Bakul. Der erste Triple-Pack von Jimmy Hoffer in der T-Mobile Bundesliga. Und diese Partie ist noch lange nicht zu Ende. Und einmal Ekpal Jeschek. Und dann Tonhofer auf Hardy. Hier die Bestätigung, 2 Minuten Nachspielzeit. Noch 2 Minuten, dann hat Salzburg überstanden, aber vielleicht fällt hier noch das 7. Rapid-Tor. Noch einmal Jimmy Hoffer. Und da ist es. Steffen Hofmann staubt ab zum 7:0 für Rapid. Und das Ganze in Salzburg beim Meister. Und wieder entscheidend an einem Tor beteiligt Jimmy Hoffer, der Mann dieser Partie. Wieder mal spielt er seine Schnelligkeit aus, geht zur Mitte an Leitgeb vorbei, schießt. Ochs kann den Ball nicht festhalten und Hofmann staubt ab. Und zu gut 70-80% gehört auch dieser Treffer Erwin Hoffer. Siebenter Saisontreffer von Steffen Hofmann zum 7:0. Von Rapid und Gerald Lehner, der Schiedsrichter, hat jetzt ein Einsehen, pfeift die Partie eine halbe Minute zu früh ab. Peter Bakult und sein Betreuerteam jubelt und er war heute der entscheidende Faktor, Erwin Hoffer. Timo Ochs hat mir phasenweise heute richtig leid getan. 0:7 verliert Red Bull Salzburg den Schlager dieses Osterwochenendes in der T-Mobile Bundesliga gegen Rapid. Das war heute viel mehr als einfach nur ein Debakel. Das war heute eine sportliche Hinrichtung für die Roten Bullen. Rapid freut sich über diesen Sieg. Rapid freut sich nicht nur über dieses historische Ergebnis, sondern auch über die Tabellenführung. Und damit 5 Runden vor Ende dieser Saison Rapid Tabellenführer. Peter Bakult kann heute richtig stolz sein auf sein Team. Wie gesagt, nach einer Viertelstunde war im Prinzip alles vorbei. Nach 11 Minuten hat Rapid mit 3:0 geführt. Innerhalb von 4 Minuten haben die Grün-Weißen hier für die Entscheidung gesorgt. Zwischen der 7. und der 11. Minute haben Hoffer, Meierhofer und Korkmaz auf 3:0 gestellt. Peter Bakult konnte es lange nicht glauben, hat immer wieder unglaublich gesagt. Und es war tatsächlich ein unglaubliches, ein sensationelles Spiel heute seiner Mannschaft.